Schutz vor Schmutz, konkrete Vorschläge für eine neue politische Kultur. So lautet der Arbeitstitel von Peter Pilz. Und genau deshalb lädt er auch die Medien an diesem Montagvormittag hier in das Café Brückel in Wien ein. Gemeinsam mit dem Juristen Alfred Noll beschäftigt sich die Pressekonferenz eben mit den Lehren aus Silberstein und Co. im Interesse der Menschen und eben nicht der Parteien. Man müsse die Parteien aus diesem Silberstein-Sumpf herausholen, das ist sein Motto. Es gilt, das System zu reformieren. Und wie er es ja schon so schön auf Twitter geschrieben hat, heißt es ja da, das Silberstein-Phänomen in ÖVP, SPÖ und FPÖ ist eben, wenn ich etwas nicht besser machen kann, dann muss ich die anderen eben schlechter machen. Ja, damit soll nun ein Ende gesetzt werden. Er schlägt 4 Reformen dafür vor. Genauso geht er aber auch in dieser Pressekonferenz auf die aktuellen Meldungen rund um Wolfgang Sobotka ein. Das heißt also, da sind noch viele Fragen offen rund um diesen Autounfall mit Wolfgang Sobotka am Wochenende. Der Grund, warum ich die Pressekonferenz heute mit Alfred Noll mache, hat damit zu tun, weil wir ganz konkrete Schlüsse ziehen aus der ganzen Silberstein-Affäre und Vorschläge machen wollen, wie die Republik Österreich nachhaltig aus dem Silberstein-Sumpf herauskommt. Und aus diesem Grunde beginne ich mit einem Verkehrsunfall. Und sage gleich dazu, damit es keine falschen Erwartungen gibt: Ich bin nicht für die Aufklärung von Verkehrsunfällen zuständig und werde auch dazu keinen sachlichen Beitrag leisten. Sondern es geht um was vollkommen anderes. Es gibt eine offizielle Darstellung. Der Innenminister in aufopferungsvoller Hingabe an sein Amt fährt mitten in Wahlkampfzeiten von Polizeiposten zu Polizeiposten, kreuz und quer durch Kärnten, um dort die Beamten und Beamtinnen aufzumuntern und zu unterstützen. Die offizielle Version sagt, kurz vor dem nämlichen Unfall war er in Deutschgriffen, um dort eine Polizeiinspektion zu besuchen. Die offizielle Version des Innenministeriums hat wie üblich nichts mit der Wahrheit zu tun. Der Innenminister war bei einer Feier des Bürgermeisters in Deutschgriffen und war auf Wahlkampftour durch Kärnten. Sein nächstes Ziel wäre das Wiesnfest in St. Veit gewesen. Das Wiesnfest in St. Veit ist keine Veranstaltung des Innenministeriums und dient nicht in erster Linie Zwecken der Exekutive. Das ist eine klassische Wahlkampftour. So, mir geht es nicht darum, jetzt einen Unfall, der bedauerlicherweise im Rahmen einer Wahlkampffahrt passiert ist, aufzuklären. Das steht mir nicht zu. Ich werde das auch nicht kommentieren. Ich kommentiere aber was anderes. In dem Cobra-Auto, direkt hinter dem Innenminister, und das war der zweite Unfall dieser Art und nicht der erste, in dem Cobra-Auto direkt hinter dem Auto des Innenministers sind 3 Cobra-Beamte gesessen. 3 Cobra-Beamte sind 12 Vollzeitäquivalente von Cobra-Beamten. Von einer Einheit, die nicht dazu ausgebildet wird und finanziert wird, und das sind teure, weil hochqualifizierte Beamte des Innenministeriums, um Wahlkampffahrten des ÖVP-Spitzenkandidaten in Niederösterreich zu begleiten. Das ist nicht Aufgabe der Cobra. Die Cobra ist keine Wahlkampfschutzeinheit für einen wahlkämpfenden ÖVP-Spitzenkandidaten aus Niederösterreich. Der Wagen davor war natürlich der Dienstwagen des Innenministers mit Dienstchauffeur und so weiter. Peter Pilz schlägt also an diesem Montag 4 Reformen zur Abschaffung des Parteienstaates vor. Denn wie er sagt, sei es eben nicht das Ziel der Parteien derzeit, die Verbesserung Österreichs zu erlangen, sondern eben der Erhalt der eigenen Macht. Und dafür würden sie alles tun. Deshalb gilt es, dieses Parteiensystem zu zerschlagen und eben zu reformieren. 4 Reformen will er also künftig durchsetzen. Denn wie er sagt, einige Politiker verstehen es erst, wenn am Ende ihre
des missbräuchlichen Handelns auch eine Konsequenz folgt und die am besten strafrechtlich gesichert ist, also Haftstrafen drohen. Ob er das durch die nächste Zeit schaffen kann, diese Reformen wirklich umzusetzen, das geht es abzuwarten und vor allen Dingen geht es abzuwarten, ob er überhaupt über die 4%-Grenze am 15. Oktober bei der Nationalratswahl hinauskommt.